Oh, was haben wir denn hier? Intelligenz, 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 Intelligenz. Nur Intelligenzsachen. Schade. Und ein Elfenbeinbeschleuniger. Gut. Also wenn man als Magier an gute Ausrüstung kommen will, wäre das vielleicht eine gute Abkürzung. Wobei man dann trotzdem erstmal diesen Typen da eben besiegen müsste, ne? Und ich kauf mal ein bisschen Goldharz. Und Reparaturpulver, einfach nur, weil wir es nicht haben. Achso, das wollte ich nicht. Stopp, nochmal. Reden. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulysseu. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. May the flames guide. Das passt irgendwie alles nicht zum Spiel so ganz. Dass wir eine Prinzessin retten sollen. Das ist so wirklich so Standard-Fantasy. Okay, wenn es wirklich die Prinzessin ist, die ich denke, dass es ist, dann hat sie einen Schwanz und einen flauschigen Pelz und ist ein bisschen creepy und war in einem Bild gefangen, was nicht mehr ganz so Standard-Fantasy ist. Wollen wir mal gucken. Oh. Was war das? Achso, die Lampen machen komische Geräusche. Gucken wir, was sind das da für Gegner? Ah, Heugabeln. Oh, und eine schöne Ruine da hinten. Müssen wir gleich mal gucken. Und zu den Heugabeln wurde was gesagt. Erstmal wechsle ich die Ausrüstung. Und zwar hätte ich gerne... Ausdauererholung. Genau, also zu diesen Spießen da. Ich soll versuchen, davon eins zu bekommen und dann einen Gegner mit nur schweren zweihändigen Schlägen töten. Das soll wohl irgendwas Besonderes machen. Also, gucken wir mal. Und ich bin definitiv zu spät hier. Also ich denke, wir werden hier recht gut durchkommen. Trotzdem natürlich auf jede Kleinigkeit achten. Das ist ähnlich wie der Wald. Der Finsterwurzwald. Also auch diese Leuchtblumen da zum Beispiel. Nur diese Dinger hier auf dem Boden finde ich komisch. Hallo? Du verhältst dich ein wenig wie die Untoten in der Stadt der Untoten. Also wie die Speerkämpfer. Oh, sehr schick. Oh, nicht runterspringen. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Wie kommen wir da hin? Da unten ist eine Brücke. Da hinten ist Loot. Hier ist ein Copy-Paste-Gebäude von dem Ding, wo die Katze drin war. Ah. Ja, teste mal. Okay, ist zu tief. Und irgendwas hat sich gerade hinter uns her in Abgrund gestürzt. Wahrscheinlich so ein Heuschreckending. Wächterstulpen. Oh, zeig mal. Oh, genau. Und die Seele muss ich mir noch angucken. Von dem Wächter. Und dem Manticore-ähnlichen Ding. Wächterseele. Die Seele des weißen, geflügelten Löwen, der über das Mausoleum wachte und die Ausbreitung der Finsternis fürchtete. Also haben wir wieder ein gutes Wesen getötet, hm? Also relativ gut. Der Wächter besaß auch andere Eigenschaften als die eines Löwen und war somit kein gewöhnliches Tier, sondern eher eine Art Dämon. Also doch wieder böse. ja, das war das eine. Und die Stulpen. Eisenhelm. Komische Kristallrüstung. Goldis Rüstung. Wächterstulpen. Stulpen eines steinernen Ritters, der über die Mausoleumswald wachen.
Die steinernen Ritter sind durch Magie erweckte Golems und ihre verzauberten Stulpen sind beeindruckend schwer. Gut. 10,4, das ist echt schwer. Wie viel wiegt unsere schwarze? 9,2. Und sind plus 4. Wenn man diese Wächterstulpen aufstufen kann, sind sie besser. Havels, den kann man ja nicht aufstufen, aber wenn man die hier aufstufen kann, dann wären die echt besser als unsere. Müsste nur noch ein bisschen mehr Traglast erhöhen, aber das dürfte ja wohl machbar sein. So, also da geht es erstmal nicht lang. Gut, wenn wir jetzt rechts rum weitergehen, müssten wir da nicht gewesen sein. Oh, geht's hier rum? Nix. Das ist nur okay. Nö, da war nix, okay. Aber ich räume auch hier eine. Oh, da ist was Großes. Ach, das sind die Wächter, nicht diese Heuschreckendinger. Nee, die riesigen Statuen. Die da. Au. Wow, okay. Wo ist mein Trank? Da. Danke. Hallo. Irgendwie kann man die nicht so... Boah, halten gut was aus. 1000 Seelen und Funkeltitanit. Das ist doch auch schick. Also das Addon-Gebiet ist definitiv eine sehr gute Ergänzung, wenn man vorher schon weiß, wo man und wie man hier hinkommt und dass man hier hin kann. Weil das Funkeltitanit hätte man sonst erst in Anor Londo bekommen können. Also teuer kaufen vom Schmied. Oder bei den Krabben unten. Vor dem Kristallfachen. Weg. Weg, 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 weg. So was von weg. Hey, warum hast du nicht rausgerissen? Au. Weg, 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 weg. Ja. Also man kann nicht zwischen ihren Beinen durch. Man kann nur schwer... Oh oh. Man kann nur schwer um sie rum. Und sie machen heiden Schaden. Au. Oh. Ich sollte wahrscheinlich echt wieder auf Schild wechseln. Huh? Gucken, was Schild macht. Ja, Schild blockt das einfach mal. Sehr gut. Trotzdem garstig. Oh ja, Schild mittlere Wahl. Blutroter Moosklumpen. Nö. Heilung. So, und dann hätte ich gerne nicht die Armbrust, sondern den Bogen. Jo. Und dann hätte ich gerne dich und dich und Ding. Oh. Und Ding. Na komm. Oh. Ich habe keine Pfeile. Achso, ganz viele Bolzen habe ich. Und dezent viele Pfeile habe ich. So, jetzt bitte nochmal. Danke. Oh. Hey. Das war so nicht geplant. Könntest du bitte, danke, Waffe wechseln? Irgendwie scheinen die hier eher gebunden zu sein, als es sonst irgendwo der Fall war. Normalerweise kommt man ja ein Anting und der Rest hat nichts gemacht. Oh, hallo, großer Junge. Wow, okay. Stamina sollte hoch genug sein, sonst haben wir ein Problem. So, eins, zwei und wegrollen. Ich muss unbedingt das... Wow. Und der dreht sich mit, der Sack. Also wenn er einen angreift und man rollt weg, dann dreht er sich während des Angriffs hinter einem her und haut dahin, wo man hinrollt. Das ist... Das ist gemein. Also du bist schön programmiert, aber du bist... Au. Gemein. Also Schild hoch. Oh, da sollte ich eher drauf achten. Weg. Ich verballer hier einen Trank nach dem anderen an einem stinknormalen Ding.
Okay. Funkeltitanit. Vielleicht sollte ich doch nach Neulondo und das plus 15 Ding finden. Das wurde auch mehrfach erwähnt. Sogar ziemlich häufig. Ja. Aber genau deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Weil ich finde es immer nicht so schön, wenn ich massiv gespoilert werde und dann Leute sich darüber aufregen, wenn ich den Spoiler nicht nachgehe. Also geh da lang. Alle zwei Folgen ist ein bisschen nicht ganz so schön. Aber das könnte ich auch noch machen. Bisher sehe ich aber nicht so wirklich den Bedarf. Also ja, klar, die Waffe wäre mit plus 15 bestimmt viel toller. Aber wir schlagen uns jetzt doch auch einigermaßen gut. Ein orangenes Blumenfeld. Okay. Oh, was haben wir da in der Mitte? Noch eine Kiste? Dieselbe Kiste. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier in der Mitte mich nicht umgucke, verpasse ich was, weil ich halt immer nur außen am Rand lang gehe. Deswegen, ne? Ich versuche einmal außen rum zu laufen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin einmal außen rum, laufe ich schräg durch. Dann orientieren wir uns gleich neu. Und ich bin nicht wirklich motiviert, alle von euch zu töten. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Kick. Ja genau, kick den riesigen Steingolem. Eine sehr tolle Idee. Und die Druckwelle geht auch nach hinten. Natürlich geht sie das. Ja. Darf ich dich auch mal hauen? Ah, jetzt kommt wieder. Jo. Weiß nicht, was eine gute Taktik wäre bei dem. Also ein Dex-Char könnte wahrscheinlich besser um ihn rumrollen. Vor allem hat auch ein Dex-Spieler mehr Übung beim richtig Rollen. Ich pariere ja meistens und roll nur manchmal panisch weg. Au. So, gleich habe ich keine... Gleich habe ich keine Tränke mehr. Yikes. Ja. Und ich habe schon Ausdauerring an. Ich will nicht wissen, wie das ohne wäre. Hey. Geh einfach weg. Genau. Geh einfach weg. Lass den machen, was er will. Yay, ich habe einmal getroffen. Ah, kaputt. Menno, Heilung. Das Ganze für 1000 Seelen, das finde ich auch ein bisschen mau. Oh gut, also, der ist auch tot. Hier am Rand war ich, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch, da ist der, genau, hier kam ich her. Wie auch immer ich den Steingolem in der Mitte dann übersehen konnte. Okay. Das heißt, rechts von mir ist der Turm. Ich nehme mal an, das ist derselbe Turm. Also ich gehe jetzt wieder mit der Schlucht zu meiner Rechten weiter. Hier lang. Komische Löcher im Stein. So wurmartig. Das Bedürfnis, da runter und da reinzuspringen, aber das wird nichts, denke ich. Da ist die erste Brücke. Ah, und hier waren... Hier war das Blumenfeld. Jungs. Ihr macht hier gar nichts. Oh, okay. Ihr habt nur gewartet, bis ich näher an die Blumen rangehe. Warum auch immer. Vielleicht sind das ja böse Blumen. Oder sie bewachen die Blumen, einfach weil es Vogelscheuchen sind. Das würde auch Sinn machen. Also Stamm. Nein, wir sind Paladin. Wir laufen nicht absichtlich über die Blumen rüber. Auch nicht in einer komischen Paralleldimension des Todes. Ja, komm.